Moin Leute, ich bin der Steffen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute soll es ein bisschen um meine Gedanken für das Klassenbalancing in Battlefield 4 gehen. Auf der Basis von Battlefield 3, das heißt Battlefield 3 wäre also die Basis, die Vorversion, und die sollte ein bisschen angepasst werden für Battlefield 4. Letztendlich wird es natürlich krassere Sachen geben und es wird nicht nur ein bisschen was angepasst, sondern ein bisschen mehr, aber so ein bisschen Gedanken, warum nicht? Eigentlich wollte ich erst ein Duel machen, aber da ich so schon genug zu erzählen habe, denke ich mal, reicht das fürs Erste auch, wenn ich es alleine machen würde. Und zwar geht es natürlich erstmal um die Klasse Aufklärer, weil der Aufklärer ist da ein Bereich, wo es relativ viel geändert werden muss. Weil der Aufklärer ist eigentlich insgesamt relativ schwach, weil er im Verhältnis zu den anderen Bereich Punkte neben Kills und so, wie er Punkte nebenbei machen kann, eher schlecht davon kommt. Obwohl die Klasse ist ja dennoch sehr beliebt, also viele spielen den Recon, das ist jetzt ja nicht vermeidbar, viele mögen ja Sniper und so, finden viele natürlich ganz cool. Und die sollte, wenn es halt so viele spielen, dann würde ich mich als anderer Soldat freuen, wenn die auch ein bisschen mehr reißen könnten, wenn die halt Ideen hätten, also Möglichkeit hätten, auch in der Front was zu machen. Man kann sich da gut und gerne auf was von Bad Company 2 abgucken, auch wenn Bad Company 2 meiner Meinung nach der Recon wiederum zu stark war, weil er halt irgendwie alles machen konnte, Nahkampf und auf Entfernung und eigentlich alles konnte er da machen. Aber vorerst sollte der Sniper auf jeden Fall, oder Recon besser gesagt, ja, etwas gegen Fahrzeuge haben. Battlefield 3 haben wir ja seit Aftermath die Armbrust, vorher hatten wir sogar gar nichts gehabt, aber die Armbrust ist ja definitiv zu schwach. Sie kann, selbst ein Fahrzeug muss man da mehrmals drauf treffen, und vom Panzer reden wir gar nicht erst. Auf jeden Fall ist die im Verhältnis ein bisschen schwach, und das hat sowas wie ein C4, wie halt aus Bad Company 2, schon mal nicht schlecht. Man sollte es aber nicht so extrem weit schmeißen können wie in Bad Company 2, weil das war damals echt unfair als jetzt Sniper. Wenn man dabei ein bisschen springt und so, dann fliegt das C4 einfach zu weit. Das ist in Sachen Balancing ein bisschen blöd. Deshalb würde ich sagen, auch so wie in Battlefield 3, vielleicht ein bisschen weiter, nicht nur legen, auch ein bisschen was werfen können, aber halt nicht schleudern. Das ist auch nicht gut. Und das sollte man da vielleicht auch drüber nachdenken, mit der Recon auch was gegen Fahrzeuge hat, weil das ist schon entscheidend, damit er auch nicht irgendwie da dumm dasteht und einfach weglaufen muss, wenn ein Fahrzeug kommt. Sowas wie die Sensorbälle, gab es ja auch in Bad Company 2, die waren ja auch nicht schlecht, waren wiederum aber auch zu krass, weil die halt, man konnte die wirklich weit werfen, hatten einen großen Radius und waren auch relativ lange da. Das heißt, wenn man die wirklich wieder sowas oder auch was ähnliches, was man vielleicht in Sachen Spotten, was man irgendwie werfen kann, wieder einbauen möchte, würde ich halt sagen, entweder sind sie nicht so lange da und nicht so eine krasse Reichweite, oder sie spotten halt nur einmal, dafür aber auch einen kleinen Zeitraum. Das heißt zum Beispiel, wir haben mehrere Gegner im Haus, wissen wir nicht genau wo, fliegt das Ding da rein und zeigt uns einmal alle Positionen durch. Für 5 Sekunden ist ja auch schon ein guter Zeitraum, erkennt man ja viel. Und dann kann man ungefähr einschätzen, wo die sind. Das wäre auf jeden Fall nicht zu krass und hätte auch seinen Nutzen. Damit man so gesehen vorausschauend spotten kann. Also ich muss nicht daneben laufen, TX hinstellen und warten, bis mir was anzeigt, sondern ich könnte vorausschauend das Ding schmeißen. Und es reagiert dann auf alle Leute, ob sie stehen oder bewegen. Man könnte ja auch manche Spot-Sachen machen, dass sie nur reagieren, wenn man sich bewegt, der Gegenspieler. Und halt das sollte so wirken, dass man auch stehende Gegner dadurch erkennen würde. Dazu würde ich sagen, auch noch ein, zwei Waffen für eher kürzere Distanzen. Das sollten jetzt nicht unbedingt SKS und M417 sein, weil die in manchen Situationen auch krass sein können, weil die auf lange Distanz wiederum echt stark sind, sondern auch was in Richtung AS Wahl oder auch VSS aus Bad Company 2, aber vielleicht auch in anderen Varianten. Dass die zwar auf Distanz was reißen können, auch auf Kurzdistanzen, aber überall so Mittelding sind, so Allrounder-mäßig. Dass ich jetzt zum Beispiel sagen kann, die AS Wahl hat weiterhin ihren Vorteil, dass sie im ersten Schuss zum Beispiel keine Streuung hat, und so eine VSS, nicht so wie aus Bad Company 2, war da sie einen Nachteil, viel Schaden, gute Feuerrate, hohe Präzision, das hat sie etwas stark gemacht, dass man dort Einschränkungen durchführt, aber dass der Recon dennoch Waffen hat, die er auf Kurzdistanzen nutzen könnte, aber nicht direkt eine MP ist, also keine PDW deshalb. Vor allem, weil ich die MP vielleicht später für eine Extraklasse brauchen könnte, aber dazu gleich mehr oder später mehr. Und halt, so könnte der Recon auf Kurzdistanzen auch mit C4 oder diesen Sensorbällen und TX arbeiten, plus eine Short-Distance-Waffe wie eine AS-Wahl oder auch eine VSS. Letztendlich kann man auch darüber nachdenken, einen Aufsatz für die Entfernung einzubauen, wie so ein Entfernungsmesser, irgendwie so, was einem auf Distanzschüssen hilft. Finde ich aber auch wiederum nicht so doll, weil ich finde es schon ganz okay, dass man mal drüber halten muss, dass man das einschätzen und lernen muss. Finde ich in dem Sinne sogar eigentlich ganz okay. Dass natürlich dann gar kein Aufsatz wirklich Entfernung hat, ist natürlich auch blöd, aber da was Vernünftiges zu finden, da muss man sich auch mal ein bisschen hinsetzen und ein paar Gedanken drüber machen. Nächste Klasse wäre der Versorger. Mit dem ist es echt schwierig.
die Gadgets sind ja schon recht gut. Man müsste vielleicht jetzt wegen Recon an den C4-Ersatz nachdenken. Man kann natürlich auch trotzdem den C4 das lassen, aber vielleicht auch noch einen Ersatz, eine Granate mehr oder zwei Granaten mehr. Und auch an eine Veränderung des Mörsers. Weil der jetzige Mörser erfüllt zwar schon seinen Zweck, indem er Gegner killen kann und auch irgendwie Rauch und so, aber irgendwie ist das nicht so das, wie man sich das wünscht. Wir haben einen Spieler, der durch ein bisschen wegfällt, weil er nicht vorne mit dabei sein könnte. Da könnte man vielleicht auch an eine andere Version, wie auch so ein Funkspruch, wie das Bad Company 2 vielleicht nachdenken, irgendwas, auch was Gutes, vielleicht mit einem längeren Cooldown-Time. Auf jeden Fall, dass jetzt nicht derjenige völlig wegfällt. Und entscheidend ist bei dem eher das Waffenbalancing. LMGs zu balancen finde ich persönlich mit am schwersten. Weil sie sind natürlich in vielen Situationen im Nahkampf unterlegen, aber wir haben halt auch 200 Schuss. Und wenn man damit defensiv spielt, dann sind die Dinger wiederum auch recht gut. Aber es ist halt immer schwierig, da einen guten Mittelweg zu finden. Ich kenne jetzt nicht unbedingt allzu viele Spiele, wo die LMGs immer so super gebalanced sind. In vielen Spielen nutzt sie einfach keiner, weil die in den Fällen einfach ein bisschen unterlegen sind. Und es ist auch nicht unbedingt einfach mit denen. Sie sollten natürlich keine Power eines Sturmgewehrs haben, sollten aber auch dennoch was reißen können, wenn man auch mal sich bewegt oder so. Aber das heißt nicht nur, weil man jetzt offensiv mal reinrennt, wie zum Beispiel in einer PDW das machen würde, dass man dann eine Chance hätte. Dann sollte man dennoch unterlegen sein, weil ein LMG hat. Aber auch mal so, dass man was für längere Distanzen haben. LMGs haben eine recht hohe Streuung. Manche haben ja sowas wie einen schweren Lauf, manche aber auch nicht. Ob das jetzt so richtig ist, dass jetzt so eine Waffe ein Cat-LMG einen schweren Lauf hat, ist zwar so eine Sache. Ich weiß, kenne mich da auch nicht so mit aus. Aber wenn man zum Beispiel mit einem höheren LMG auch auf mittlere Distanzstürmer was treffen würde, das wäre schon ein bisschen praktischer und würde die Klasse auch ein bisschen beliebter machen und letztendlich hätten wir dadurch mal alle ein bisschen mehr Munition. Das wäre auch nicht schlecht. Deshalb müsste man darüber nachdenken, dass die auch mal ein bisschen vielseitiger ist und irgendwie LMGs, da denkt man in vielen Situationen eigentlich, ja, warum soll ich das Ding jetzt nehmen? Deshalb sollte man da vielleicht auch mal ein paar Anpassungen durchführen. Zum Pionier, da muss ich eigentlich gar nicht viel sagen, weil ich finde, das ist die beste gebalancete Klasse in Battlefield 4. Da finde ich gar nicht viel zu meckern. Man kann zwar jetzt Stinger und Eagler für ein paar Leute anpassen, ist auch so eine Sache, das ist immer auf jeden Fall sehr schwierig. Man sieht, wir haben jetzt das Spiel 1,5 Jahre draußen und das ist immer noch nicht perfekt. Also man sieht, Stinger, Eagler ist nicht unbedingt einfach, da was Gutes hinzukriegen. Aber vielleicht müsste man da auch noch ein paar Gedanken machen, dass man halt entweder da was ändert oder auch in den Jet-Abwehr- oder Helikopter-Abwehrmöglichkeiten etwas anpasst. Nun dazu noch eine weitere entscheidende Klasse, und zwar den Sturmsoldaten oder für mich dann auch noch den Sanitäter, weil ich würde den Sturmsoldaten wieder in zwei Klassen aufteilen, wie man das aus Battlefield 2 kennt. Und zwar halt einmal den Sturmsoldaten, der zum Beispiel M320 hat und wenn es sowas geben sollte, eine Handschrotflinte, also eine M26 zum Beispiel, oder auch noch eine Rauchgranate für die Hand, dass man die mal schmeißen kann. Entscheidend ist auf jeden Fall, dass man die aufteilt, damit halt der Sturmsoldat die Sturmgewehre hat und halt den Granatwerfer. Ohne Sanitäter, Defibrillator und Medikit. Ich würde gar nicht sagen, dass da unbedingt viel mehr Gadgets bräuchte. Es wird ja vorerst reichen. Man kann natürlich immer weitere Gedanken machen, was man da so braucht. Ist ja auch vom Gameplay abhängig. Wie schnell ist die Autoheilung? Wann kommt die? Dann könnte man ja auch zum Beispiel eine Heilung machen, die instant voll heilt, aber nicht so oft geht oder zum Beispiel. Aber es ist auch abhängig davon, wie ist die Autoheilung. Dass sie da ist, ist ja klar. Ist ja nix, kann man nichts gegen sagen. Und halt, dass man denen dafür vielleicht sowas wie MPs gibt, damit er halt vor allem an der Front kämpft. Da braucht man den Sanitäter, den braucht man vorne, deshalb ja auch die Maschinenpistolen hat. Oder sowas wie, ja, kurze Sturmgewehre. Oder auch eine Art Karabiner halt, die dem Sturmgewehr unterlegen sind und man diesen Waffenmann einfach anmerkt, dass die für kurze Distanzen gedacht sind und nicht für lange Distanzen. Ansonsten kann man auch durch die Niederhaltung, die wird es ja auch wieder geben, eine Art Balancing reinbringen. Ist auch abhängig, wie stark die ist. Eine genervte Variante wäre nicht schlecht, aber halt zum Beispiel, dass die Mashed 8 es mal, glaube ich, ein Video gesagt hat, ich glaube, es war er, dass Niederhaltung nur durch Waffen wie Sniper oder auch LMGs, also höherem Kaliber, ausgelöst werden kann und bei solch einer Maschinenpistole gar nicht wirkt. Ob das jetzt so realistisch ist, ist was anderes. Aber Battlefield 3 oder allgemein Battlefield, das Wort Realismus, Leute, nein. Es gibt zu viele Sachen, die nicht mit Realismus zu tun haben. Das ist ein dummer Balancing-Grund oder ein dummer Grund. Deshalb kann man da sich drüber Gedanken machen. Was ich auch noch gerne hätte, wären Sonnenbrillen, weil die Sonne, ja, sie schien mir nicht mehr ganz so schlimm, aber sie ist vorhanden und so eine Sonnenbrille wäre schon nicht schlecht, weil, keine Ahnung, irgendwie nervt das so ein bisschen, wenn ich auf Dammerwand in eine Richtung gucke und einfach blind bin, weil mir das Ding so krass ist. Es macht mir keinen Spaß und ich bin Spieler, ich hätte auch keinen Spaß am Spiel. Deshalb wäre da schon eine Art Variante nicht schlecht.
so zu entscheiden, was noch gerne hätte, wären eure Ideen, weil ich dachte eigentlich über eine Art Community-Folge danach nochmal, was ihr so gerne sagen würdet. Falls jetzt nichts bei rumkommen würde, dann kommt halt keine Folge. Vielleicht, wenn ihr Ideen habt, der Grund, dieses Thema ist ja nicht unwichtig, dann schreibt es aber mal rein und vielleicht machen wir dann nochmal ein extra Video dafür. Und ja, das sehen wir dann. Ansonsten hoffentlich hat es euch gefallen. Mit sich beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.